Moin moin und hallo, liebe Mystery Freaks. Es wird Zeit für den 15. Buchstaben, wenn ich mich nicht verzählt habe, vom Traumalphabet. Bevor wir loslegen, mache ich aber noch eine kleine Anregung, an welcher ihr euch gerne beteiligen könnt. Wie ihr euch schon denken könnt, ist unter dem N einiges befindlich, von dem ihr schon mal geträumt habt. Bleibt gespannt. Und bis gleich. Bevor wir uns nun dem N in Form diesen weiteren Teils widmen, wollte ich euch, Mystery Freaks, eine Idee von mir unterbreiten. Was würdet ihr davon halten, wenn wir eine Rubrik eröffnen, in welcher man 2 bis 3 seiner merkwürdigsten, verwirrendsten, wenn nicht beängstigsten Träume kundgibt. In etwa so, wie unsere bereits bestehende Rubrik eigene außergewöhnliche Erlebnisse. Diese Rubrik könnte dann Auszug aus unseren Träumen oder so ähnlich heißen. Vielleicht fällt euch ja noch ein besserer Name für die Rubrik ein. Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich zu meinem Teil führe selbst ein kleines Traumtaschenbuch, welches viele merkwürdige Dinge enthält. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der sich ein solches zugelegt hat. Nun aber weiter mit unserem Traumalphabet. Das N kann unter sich viele Traumbegriffe versammeln, von denen jeder von uns schon mal geträumt hat. Da bin ich mir absolut sicher. Es wird also Zeit, diese laut Traumanalyse zu entschlüsseln. Auf geht's! Der Nebel. Bei Nebel wird die Orientierung des Träumenden getrübt. Dabei kann man sich direkt in diesem befinden, was darauf schließen lässt, dass für eine Thematik, welche einen in der Gegenwart beschäftigt, das Verständnis fehlt. Unsicherheit und Täuschung bringt der Nebel. Dies kann das Zwischenmenschliche betreffen, man wird bei Angelegenheiten außen vor gelassen. Der langsam dichter werdende Nebel, welcher im Traumort erscheint, kann auf eine Schaffenskrise schließen. Der verflüchtende Nebel lässt wiederum neue Sichtweisen zu. Etwas wird klarer. Eine Lösung des eventuellen Problems wird greifbar. Die Nacht. Gegenteil vom Morgen, dem helllichten Tag. Wie bereits im Abend beschrieben, sollte man sich nun zur Ruhe begeben. Träumt man aber elementar von Aktivitäten in der Nacht, so macht sich bei den Träumenden Unbehagen breit. Die Nacht ist bei den meisten Menschen, Ausnahmen bestätigen die Regel, eine Zeit, in welcher man nicht außerhalb der 4 Wände umhereilt. Ähnlich wie bei der Dunkelheit kann in der finsteren Nacht das Unbewusste, das schwierig Fassbare verborgen sein. Diese Traumzeit ist typisch für schnelle Eskalationssituationen, Verfolgung und herrschende Unruhe. Im Zusammenspiel wiederum mit dem Mond kann man auf Rückschlüsse kommen, welche einem im Alltag weiterhelfen. Die 9. Zahl der bevorstehenden Neuerung. In unserem Zahlensystem wird nach der 9 erneut die 0 erscheinen, welche wir gleich noch behandeln. Die 9 kommt in vielen Kulturräumen vor. Symbolisch als Neuneck, also Enneagramm, welches im Mittelalter große Bedeutung hatte. Dieses wiederum resultierte höchstwahrscheinlich aus dem germanischen und oder keltischen Kulturraum. Die Zahl 9 steht für die bevorstehende Neuerung einer Situation. Nimmt man sie im Traum wahr, ist sie als ausschließlich positives Symbol zu werten. Der Neubau. Wenn die träumende Person explizit von einem neuen Haus oder allgemeinen Gebäude träumt, lässt es auf einen inneren Impuls schließen, sich neu zu orientieren. Wichtig hierbei sind die empfundenen Emotionen. Empfindet man den Neubau als schön, ist man frohen Mutes, der neuen Situation begegnen zu können. Wenn man ihn als eher unästhetisch betrachtet, ist man sich uneins, ob man mit der Veränderung umgehen kann. Die Naturkatastrophe. Kommen des Öfteren vor. Das Symbolbild für innere Unruhe. Das eigene Naturell des Träumers wehrt sich gegen eine Veränderung des Träumenden. Man kann nicht über seinen Schatten springen.
hätte in einer Situation im Nachhinein anders entscheiden müssen. Die Naturkatastrophe spiegelt einen inneren Kampf wider, welcher den Charakter, die Eigenheit von einem selbst als Konflikt hat. Wer hiervon träumt, und das des Öfteren, hinterfragt seine impulsive Handhabung in Alltagssituationen, welche man hätte besser, meist harmonischer hätte lösen können. Man wächst an diesem Traum, wenn man sich der Katastrophe stellt. Widersteht man dieser, dann findet eine elementare Veränderung der geistigen Größe statt. Die Intuition verbessert sich. Das Nichts ist eher ein Gefühl als ein reeller Ort. Diese totale Neutralität des Raumes wird nur von sehr fortgeschrittenen Träumern bewusst erlebt. Es ist der offensichtliche Schnittpunkt von Szenarien. Sehr selten wird hier die innere Leere symbolisiert. Die Null, eine Zahl, welche das Nichts, Stille und Belanglosigkeit, aber auch gleichzeitig die Vollendung, Neues und Aufgeregtheit bedeuten kann. Die Zahl stellt auch ein sexuelles Bild dar. Von 9 auf 0, also aufsteigend, beginnt etwas Neues. Abnehmend, also 1 auf 0, deutet auf verstrichende Zeit hin. Selten deutet die Zahl auf den Tod, welche eine nahestehende Person bald ereilt. Der Niederschlag deutet, wenn man sich dem Regen oder Schnee hingibt, auf emotionales Einlassen hin. Man erwidert Gefühle einer anderen Person, welche, wenn sie im Traum sogar erscheint, offensichtlich damit im Zusammenhang steht. Wird der Niederschlag aber eher als ungemütlich als etwas, welchem man sich besser entziehen sollte, empfunden, dann liegt etwas auf der Seele des Träumenden, welchen er sich am liebsten entledigen würde. Die Narkose. Wer im Traum narkotisiert wird, wird im Traum auf das Unterbewusste verwiesen. Der Zeitpunkt, in dem man das Bewusstsein verliert, kann zweierlei Dinge zum Ergebnis haben. Entweder befindet man sich in einer neuen Traumkulisse, welche eben gerade das Unterbewusste zum Thema hat, oder man erwacht aus der Narkose ohne Ergebnis, was wiederum zur Frustverbildlichung führen kann, also negativ zu werten ist. Aber kann auch die Narkose an sich, also die Fremdgewalt, die Wehrlosigkeit, als Thematik der Lebensangst auftauchen. Gewünscht wird dann eine Selbstbestimmung in gewissen Bereichen des Lebens, welche man einfordern sollte.